So, und mit dieser wunderbaren Musik begrüße ich euch zu einem neuen und kleinen Let's Play hier auf dem Noobs-Kanal. Und zwar Chroma Squad. Oh, ich liebe die Musik. Ah, könnte ich mir stundenlang anhören. Okay, Leute. Dieses Spiel ist quasi eine Anlehnung an die alten Power Rangers. Kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht. Okay, ich weiß gar nicht, ach, die Musik ist so herrlich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es ist quasi ein Tactical RPG, ja, also man kämpft taktisch gegen andere Gegnern, aber gleichzeitig ist es irgendwie ein bisschen anders. Passt auf, Leute, ich habe das im Stream schon mal gespielt und habe jetzt vor, das noch ein bisschen weiter zu spielen. Nicht weiter zu spielen, sondern wir fangen ein komplett neues Spiel an. Natürlich spielen wir auf anspruchsvoll, ja. Wir wollen ja auch, dass es ein bisschen schwerer ist. Es war einmal in einer ganz normalen Fernsehstudio. Alle Super Rangers, Standleute auf Set, los! Kommt! Hopp, hopp! Und da kommen sie. Und wo sind die Schergen? Na also, alles bereit für diese Szene. Effekte kommen dann später rein. Na, irgendwie fehlt hier die Handlung, oder? Ja, aber der Dr. Seif legt keinen Wert drauf. Das wird langsam öde, ich bin es leid. Redet nicht während der Aufnahme! Kämpft, oder muss ich erst sagen, dass ihr euch durch Klicken bewegt oder Monster zum Angriff auswählt. Ja, das musst du erst sagen. Das weiß ich doch nicht. Besiege 3 Feinde. So, und jetzt kommt hier ein bisschen das Taktische. Passt auf. Man kann tatsächlich hier so rumlaufen und draufhauen. Ich gehe zum Beispiel mal hier hin. So. Ja. Jetzt habe ich noch eine Aktion und dann haue ich hier drauf. Bam, bam. Und er ist tot. So, das Gleiche machen wir mit dem. Komm, wir gehen einfach dahin. Dann hauen wir drauf. Bam, bam. So, der nächste Power Ranger ist dran. Naja, kann ja bloß vorlaufen. Und ja, dann macht er erstmal nichts mehr. Bei dem das Gleiche. Gut, er kann Teamwork machen. Auch geil. Bringt aber jetzt gerade nicht so viel. Jetzt werde ich euch alles gleich noch erklären, wie das funktioniert. Oh! Das halte ich aus! Oh! Arg. Naja, komm, so viel Schaden machen die auch nicht. Los, Power Rangers! Ihr könnt es schaffen. So, du haust einfach von der Seite auf den. Bam, bam, bam. Du haust einfach auf den hier. Komm schon. Hauen wir sie um. Bam, bam, bam. Und jetzt der auch noch weg. Komm schon. Na, easy. Siege 3 Feinde ist Regieanweisung. Haben wir erfüllt. Sehr schön. Das wird einer der besten Folgen in dieser Staffel. Psst. Das sagt er immer. Solange wir die Monster mühelos besiegen. Das habe ich gehört. Jetzt will ich Akrobatik sehen. Die Explosion fügen wir später hinzu. Kein Wunder, dass ja alles Greenscreen ist. Was für... Lass mich ausreden. Puh. Benutzt das Teamwork-Manöver, um Leute zu werfen, sodass sie sich weiter bewegen können.
falls ihr es noch nicht gereilt habt. Nehmt Teamwork und klickt dann auf ein gelbes Feld. Auf Position. Okay. Okay, bereit. Und da kommen auch schon wieder die nächsten Schergen. Ah, das ist diesmal dort, okay. Wird schwierig, da was nachhinein einzufügen. Wir auch. Führe zwei Team-Akrobatik-Manöver aus. Zwei Team-Akrobatik. Also, wenn ich jetzt Teamwork mache, ja, dann kann ich das so machen, dass er, wenn er jetzt hier hinläuft, kann er ihn als Schutz, als Trampolin verwenden und kann dann da hinspringen. Passt auf. Ungefähr so. Hui! Und dann kann er ihn angreifen. Nice. Und dann kommt er. Er kann das aber nicht. Also nehme ich mal sie. Und die kann dann auch hier so drauf. So, passt auf, so. Huia! Bam, bam, boom. Ach, hier gibt es ja auch noch ein paar Schergen, sehe ich gerade. Hier gibt es ja auch noch ein paar Schergen. Hui! Okay, der ist da ziemlich weit hinten gewesen. Na gut, wir haben aber wir haben ja das Teamwork schon gemacht. Es gibt noch eine andere Art von Teamwork, die zeige ich euch gerne mal. Und zwar, wenn ich den da hinstelle und einfach auf Teamwork klicke, dann hat er jetzt nichts mehr zu tun. Ich kann nicht mehr angreifen. Aber wenn ich mich jetzt, wenn jetzt ein anderer in der Nähe den angreift, dann macht er Teamwork. Passt auf. Bam. Gemeinsam sind wir stärker. So. Cut. Noch eine perfekte Szene. Seid dankbar für meine Regieanweisung. Ja, zum Glück, Mann. Oh, Mann. Jetzt noch ein bisschen mehr Teamwork. Okay. Ihr wisst, wie es geht. Greift einen Schergen an, wenn daneben jemand Teamwork benutzt. Ah, was? So, wie ich das gerade gezeigt habe. Tut mir nicht weh, Leute. Das ist der Erste, der dran glauben muss. So. Teamwork. Los, Attack. Doppelangriff. Doppelkick in your face. So, und das Gleiche nochmal. Sorry. Zu spät. Ja, ist halt das Tutorial, Leute. Gut, weiter so. Ich liebe es jetzt. Macht Platz, damit der Boss auf Set teleportieren kann. Jetzt kommt der Boss. Wo ist das Mädel in dem Monsterkostüm? Jetzt macht es folgendermaßen. Passt auf. Platziert vier von euch mit Teamwork neben dem Monster. Ja? Und greift es dann an. Die anderen kommen und helfen euch. Das nennen wir einen Schlussmove. Warum erklärt er das alles? Das haben wir doch schon tausendmal gemacht. Er kommandiert Leute einfach gern herum. Das Monster explodiert, wenn ihr den Schlussmove ausführt. Ihr fünf sollt es zusammen machen. Sollen wir vor dem Schlussmove nicht mit dem Monster kämpfen? Das geht dem Fenster uns zu schnell. Eure Meinung interessiert mich nicht. Besiegt das Monster mit einem Schlussmove. Okay. Also Schlussmove. Teamwork. 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 Vielleicht machen wir den geilsten Schlussmove ever. Chroma Power! Jetzt geht's ab, Leute. Yeah. Ihr seid so stark! Ihr seid ein Mädchen. Hervorragend. Jetzt das große Finale. Explosionen des Monsters. Die Explosion war ja real. Das ist lächerlich und nicht mein Mecha-Kampf. Die Schauspieler sitzen voll rum. Wir Stunt-Leute machen die meisten Aufnahmen. Hier drüben sitzen sie übrigens. Und das sind ja sechs Leute. Und das alles ist lächerlicher. Immer drehen wir im Studio. Wir sollten mal zu anderen Drehorten gehen. Kommt schon, so schlecht ist die Serie nicht. Ich höre zu. Warum haben wir nicht unser eigenes Studio? Das ist eine tolle Idee. Ich bin dabei. Was? Ihr verlasst Super Rangers? Ich auch. Packen wir es an. Viel Spaß mit dem Studio, wo nichts Spaß macht, Dr. Seif. Bye, bye, Dr. Seif. Oh nein. Und sei nicht so gemein zu deinen Angestellten, meine ich natürlich. Das können. Durch gerückte Haltung der Eingabetaste kannst du die Dialoge beschleunigen. Habe ich nie vorgehabt. Sind das Heinzelmännchen? Nein. Okay, und wir hauen ab. So, da kann seine Scheiße selber drehen.
Lasst wenigstens die Anzüge hier. Nein. Kurz darauf trafen sich die Stuntleute noch in den Spandex-Anzügen ihres alten Studios. Sie besprachen, wie sie ein Studio eröffnen und ihre erste Folge filmen könnten. Nach ein paar Minuten hatten sie eine Idee. Mein Onkel hat hier in der Nähe ein Lagerhaus, das könnten wir nehmen. Das könnte ein Anfang sein. Genau das, was wir brauchen. Gehen wir gleich hin. Oh, da ist es doch. Toys. Nein, doch nicht. Das ist da hinten. Dahinter, hinter den Toys. Beim Lagerhaus angekommen, waren sie begeistert von seiner Größe. Wow, episch. Mit diesem Platz konnten sie eine Menge anfangen. Sie sahen sich um und dachten über Kamerapositionen nach. Als jemand etwas entdeckte. Eine große Säule mitten im Lagerhaus, die mit einer schmutzigen Plane abgedeckt war. Keiner wusste, was darunter war. Wo sind diese Standleute? Oh, da sind sie. Sie sollen meine Spandex-Anzüge zurückgeben. Aber was ist das? Ich sehe mal zu. Dann packt jemand die Neugier und die Plane wurde weggezogen. Toll, eine perfekte Replika. Toll, eine perfekte Replik eines Gerätes aus einer amerikanischen TV-Serie, die ich leider nicht kenne. Jemand steckte das Netzkabel ein und die Maschine ließ eine Willkommensnachricht hören. Hallo, mein Name ist Cerebro, dies ist eine Beispielnachricht. Aha. Tippe Text ein, dann gibt meine Sprachausgabe ihn wieder. Ihre Augen leuchteten. Wow, so sollen die Klamotten behalten. Ich will jetzt etwas anderes von ihnen. Sie sollten die Klamotten behalten. Ich werde einen Plan schmieden bis später. Ja, ihr Trottel. Wir haben nur einen Ort für unsere Filmaufnahmen gesucht. Aber jetzt haben wir dieses Cerebro-Ding für unsere Serie. Super. Ja, bitte. Bitte dein Onkel auch darum, unsere zukünftigen Fans werden es lieben. Geht klar, ne? Er leiht uns bestimmt gern alles, was wir brauchen. Hurra! Holt eure Requisiten von zu Hause und bringt sie morgen hierher. Wir haben viel zu tun. Requisiten von zu Hause, Leute. Und da laufen wir. Und so nimmt unsere Filmkarriere seinen Lauf. Und so schlug die Gruppe von Freunden einen neuen Weg ein. Am Abend brachten sie ihrem alten Chef die Anzüge zurück. Und ein paar Wochen später steht ein Vertragsabschluss an. Yeah! Endlich ist alles bereit für die Dreharbeiten. Oho. Ein neuer Vertrag, $1000. Bedingung, drehe nach 4 anderen Folgen das Staffelfinale. Vertrag wird gekündigt, falls Anzahl der Fans niedriger als 0 ist. Naja, das kann ja nicht so schwer sein. Wähle den Namen deines Studios, dann nehmen wir natürlich Weltrom Studios. Ich hoffe, das ist auch das Studio und nicht die Serie, nicht dass nachher die Serie so heißt. So, und jetzt können wir uns quasi noch die Leute hier aussuchen. Da würde ich gerne hier den der Dude, der Anführer, das ist natürlich der Denji. Hier der Techniker, das ist der Angelo. So, ansonsten haben wir hier noch 3 Mädels. 3 Mädels ist schwer zu sprechen. Hier, die lassen wir mal. Das ist die Ingrid Johnson. Johansen oder so. +6 Fähigkeitsrechnung, +1 Fanumrechnungsrate. Weltberühmte Schauspielerin, die viele Fans anlockt. Finde ich gut. Kämpfer, Mao Xin Mai. So, was hatten die für Angriff? Der hat 20 Angriff. 15 bloß. Hat aber Shop-Rabatt. Das ist ein Kickstarter-Baker. Ist ja witzig. Micha hat Gegenangriff und Gesundheit. Ha, Asim, was? Asimula? Was ist das denn? Hä, das ist nur an 2 von Asimovs Gesetzen gebunden. Das ist ein Roboter? Da haben wir noch einen Roboter mit drin. Aber der hat keine Fähigkeit, Drecken. Der hat -5 sogar. Waffenangriff -. Boah.
Okay. Weasley Stripes. Alien. Von Andy. Ja, ist hier ein bisschen schwierig, da den richtigen zu finden. Gesundheit, Schaden durch Schwert. Ashley Smith, sie akzeptiert kein Nein. Ist aber auch wieder weiblich. Herr Bieber? Was? Hat eine Leidenschaft für Technik. Guys, was? Kickstarter Baker, Teamangriffsschaden, Pandas zum putzig, faule Kreaturen, die den ganzen Tag schlafen, außer wenn jemand die Stadt verwüsten will, okay? Hat natürlich einen Haufen Angriff und Teamangriffsschaden, okay? Ah, die gefällt mir immer noch am besten, weil sie einfach 20% Schaden hat, ne? Dann lassen wir einfach doch die Frau einfach drinne. Vom Namen her müssen wir mal schauen. Scar? Was? Scar? Klingt irgendwie komisch. Lee. Farbe? Ach, da kann man... ich verstehe. Guck mal, die hat... was ist denn das hier? Ist doch so eine pinke Farbe, oder? Ich habe Farbschwäche, Leute. Ich nehme das hier für weiblich. Sie ist ja schwarze, weil halt, ne, Kampf und so. Und sie ist halt dann das Grüne hier, der Speer. Feind ausweichen, Feind Gegenangriff. Aha. Da schauen wir mal rein, was wir noch so bekommen. Ach, hier sind die anderen auch alle noch mit drinne. Interessant. Gegenangriff und Gesundheit. Belebenskünstlerin, die Horden von Fans überlebt hat. Micha. Danai. Danai finde ich aber kein so schöner Name. Kann man ja random irgendwie einen eingeben? Nein, schade. Na, Lee ist natürlich auch. Aber Lee können wir auch Mao nennen. Und dann nehmen wir die hier, Lee. So einfach ist das. So einfach. Wobei es gar auch ziemlich komisch ist. Okay, aber wir nehmen auch die. Okay, da haben wir jetzt drei Weibchen. Was, naja. Die spricht vielleicht etwas anders als die anderen Weibchen. So. Willst du dein Team bestätigen? Du kannst es in diesem Spiel nicht mehr ändern. Oh Gott. Dein Spiel wurde gespeichert. Okay. So, jetzt haben wir hier unser Studio, Leute. Haben wir aufgebaut. Mit mittendrin das Gehirn. Das fliegende Gehirn. Und jetzt gibt es hier ein paar Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel kann man im Shop ein paar Sachen kaufen. Und wir haben ja 1000 Money. Ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Wir gucken uns gleich nochmal den Shop an. Da kann man jetzt Gegenstände kaufen. Man kann auch das Studio verbessern. Zum Beispiel Bronze, Gesundheitsvorsorge, eine SD-Kamera, Mikrofon. Aber die ganzen Sachen, ja, die machen zum Beispiel mehr Zuschauer durch Regieanweisung. Gleichzeitig bekommt man aber auch Kosten pro Folge. Denn jede Folge kostet was. Momentan kostet uns eine Folge $150, weil die Gehälter der Schauspieler einfach so sind. So, und wir bekommen pro 100 Zuschauer $25. So, heißt also, erwartete Bilanz 850 nach der Folge, haben wir 850 übrig. Müssen wir uns also anschauen. Schauspieler, da können wir nochmal schauen, was die für Fähigkeiten haben. Hier vor allem. Man kann ja auch die Fähigkeiten später noch aufleveln. Wenn die nachher dann Stufen bekommen, könnt ihr auch noch andere Fähigkeiten. Hier zum Beispiel kann ich aktivieren. Schwachpunkt finden. Aber es geht nur eins von beiden. Ja. Und so weiter. Und da kann man dann alles mal anschauen. Zum Beispiel auch gerade was die Ausrüstung angeht. Immer sehr, sehr schön. So. Ansonsten gibt es noch E-Mails. Ja, zum Beispiel haben wir hier Requisiten etc. Von Hermes Barreto. Halli, hallo, wie geht's euch so? Ich heiße Hermes Barreto und bin professioneller Hersteller von Requisiten für Film und Fernsehen. Einige meiner Produkte bieten sogar spezielle Boni. Besucht unbedingt meinen Shop, indem ihr auf die Schaltfläche links klickt. Viel Spaß! Okay, danke. Also gehen wir mal in den Shop. Und zwar würde ich jetzt wirklich gerne noch die Leute ausrüsten. Zum Beispiel mit einem fetten Kampfanzug. Es gibt den Bequemanzug, der macht Gesundheit auf 160 von 120. Und auch der gepolsterte Anzug, der macht Fähigkeitenrecken noch hoch. Was ganz gut ist für zum Beispiel Scar, die Helferin, die quasi auch heilen kann. Und da wäre es ganz gut, wenn Fähigkeitsrecken relativ hoch ist, damit die Abklingzeit nicht so lang ist. Wenn es überhaupt daran liegt, da bin ich mich auch noch nicht so ganz sicher. Aber kaufen und ausrüsten. So, er zum Beispiel, Techniker, ja, der braucht das auch ganz gut. Der kann es auch benutzen. Die hier zum Beispiel, sie ist aber stark in Kämpfen. Der würde ich eher so einen fetten geben, damit er richtig viel aushält. Und der Speer konnte, glaube ich, auch ein bisschen was anderes machen. Noch Fähigkeiten machen wir noch. Wobei, wie viel Gesundheit hat sie denn generell schon? 144.
Nee, dann ist das okay. Dann gibt sie das hier. Und ich bekomme an sich... Ja, machen wir auch mal das. So, jetzt haben wir noch 500 übrig. Die Bilanz sieht 350 vor. Das heißt, wir könnten auch ein bisschen was ausgeben. Guckt mal, das hier zum Beispiel. Die Handschuhe sind für alle gut. Guckt euch das an. So, also... Versuchen wir mal, den allen noch den Handschuh zu geben. Oh, dann wird's... Oh, das Geld. So, sind jetzt alle noch ein bisschen stärker geworden. Es gibt ja noch Waffen. Die sind sogar für auch für alle. Alter. Oh Gott, die hätte ich vielleicht auch noch kaufen sollen. Wie viel meine kosten die? 150? Naja, mal gucken. Wir lassen es erstmal dabei. Und jetzt können wir die erste geile Folge drehen. So, die können wir uns jetzt hier nicht aussuchen. Das ist die erste Rolle. Es geht nicht anders. Die erste Folge. Die Pilotfolge für deine eigene Serie. Heute kümmert sich Weltraumstudios um eine neue Bedrohung, die in der Nähe eines Labors erscheint. Nein! Das ist tatsächlich die... Heute... Was? Das ist die... Die Seriename heißt so? Oh, Kacke. Okay, maximale Zuschauer 2800. Drehort, Lagerhaus des Onkels von Angelo. Von Angelo. Das ist also auch mein Onkel. Okay. So, führe 3 Team-Akrobatik-Manöver aus. Halte alle Helden über 50%. Das könnte etwas schwer werden. Bekommen wir aber hin. So. Staffel 01, Folge 01.